Der kleine Ort Eglops in der Nähe von Isny hat sich gerade in den letzten Jahren zu einer kleinen Kultstätte entwickelt. Der Ort hat es verstanden, mit seinen Vereinen, kulturelle Theaterveranstaltungen und vieles mehr ins Leben zu rufen. Und dazu gehören natürlich auch die Menschen von Eglops. Ebenso dazu gehört auch Xaver Dais. Er ist einer von denen, die hier voll aktiv dabei sind. Als kleiner Junge wollte er schon die Bretter, die die Welt bedeuten, in New York erobern. Er hat sich aber besonnen, besonders seine Eltern haben ihn ausgebremst, das elterliche Baugeschäft weiterzuführen. Er hat sich auch dafür entschieden, aber seine Freizeit konnten seine Eltern nicht beeinflussen. Und nun ist er dabei, voll integriert und es macht Spaß. Menschen wie Xaver Dais gehören nun einmal dazu, dass solche kulturelle Entscheidungen in einer kleinen Gemeinde durchgesetzt werden können. Und der Ort profitiert davon. Nicht nur die Einheimischen und die Randgemeinden wie auch Isny, wo auch noch dazugehört natürlich, auch die Touristen bewundern den Ort, gerade auch wegen dem Outfit des Ortes. Ein kleiner Marktplatz mit zwei kleinen Restaurants und seitlich versetzt dann die Theaterbühne, die Bretter, die die Welt bedeuten, für Eglops. Mir hat es gefallen bei dieser Veranstaltung heute in Eglops. Und Xaver Dais habe ich bewundert. Trotz vieler geschäftlichen Aktivitäten in seinem Betrieb hat er Zeit gehabt, die Menschen mit seinem Dabeisein zu erfreuen. Es ist allen gelungen, hier, was die Vereine betrifft, Eglops seinen richtigen Namen in der Theaterkultur zu vermitteln. Danke nach Eglops aus Las Vegas. Die Jungen, die haben eben dann doch noch Fußball gespielt. Aber vielleicht sind sie auch mal dabei in der Kultstätte von Eglops, was das Theater betrifft.